Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir ein bisschen spezielleres Video, und zwar haben wir heute ein Unboxing. Ich habe jede Menge Pflanzen von Aquaflora zugeschickt bekommen, die werden wir gleich auspacken. Und ich habe endlich eine neue Kamera. Für diejenigen unter euch, die sich so ein bisschen für Technik interessieren, die können jetzt dranbleiben, weil jetzt gibt es gleich erst das Unboxing von der Kamera. Für die, die es nicht interessiert, die können jetzt unten in der Leiste gucken, da steht, wann es losgeht mit dem Pflanzen-Unboxing. Ja, zu der Kamera, das ist die Sony ZV-1. Die habe ich von Ringfoto Focal in Aschaffenburg. Das ist auch der erste Link unten in der Beschreibung, wenn ihr über die was einkauft, also über den Link. Und unterstützt ihr mich, ich kriege davon eine kleine Provision. Und ihr, euch kostet es nichts extra. Deswegen schaut mal rein, wenn für euch was dabei ist. Würde es mich freuen, wenn ihr darüber was kauft. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lang, sondern fangen direkt an und packen das gute Stück mal aus. Los geht's. So, dann starten wir mal. Wie gesagt, ich bin kein großer Technik-Freak oder habe ja so viel Plan davon. Aber wie gesagt, ist eine neue Kamera und das ist sozusagen euer Auge. Und deswegen wollte ich es halt mit euch zusammen auspacken. Und ja, deswegen schauen wir uns das jetzt mal zusammen an. Also wie gesagt, die Sony ZV-1 ist eine Vlogging-Kamera. Ja, und sieht auch eigentlich schon sehr cool aus. Vor allem der Klappe am Display ist ganz cool. Und ja, wir schauen uns jetzt das Ganze mal an, wie die so in Real Life aussieht. Ich habe es nämlich auch noch nicht in den Händen gehalten. Hier ist noch original verpackt. So. Siegel auf. Und ja, hier haben wir schon mal Beschreibung, Garantiekarte und so weiter und so fort. Nochmal Beschreibung. Und hier ist die Kamera. Aber ne, wir schauen uns erstmal das Zubehör an. Wir legen mal alles hier raus. Das ist der Windschutz, Kabel und der Akku. So, mehr ist nicht mehr drin. Ja, wie gesagt, hier ist die Kamera. Ja, sehr nice. Sehr nice. Schön kompakt auf jeden Fall. Und was halt auf jeden Fall für mich am wichtigsten war, ist das klappbare Display, damit man sich halt beim Vloggen selbst sehen kann, beziehungsweise man weiß, wo man hinfilmt. Und was auch noch ein Kaufargument auf jeden Fall für die Kamera war, ist das Mikrofon. Ich hatte nämlich ein sehr gutes internes Mikrofon und halt noch die Option, ja, ein Mikrofon extern noch anzuschließen. Hier wird es aufgeschoben. Hier hat man eigentlich einen Blitzschuh noch dran. Und da kann man diese Deadcat, also diesen Windschutz noch drüber machen. Und somit hat man halt das Mikrofon noch abgeschirmt. Ja, machen wir mal den Akku rein. Zu den technischen Daten kann ich euch gar nicht so viel sagen, weil wie gesagt, ich bin kein Technik-Freak und habe da nicht so den Plan von. Ich weiß nur, dass die Kamera gut zum Vloggen ist, dass er 4K kann und ja, für meine Bedürfnisse ausreicht. Da habe ich mich beraten lassen von Ringfoto Focal. Wie gesagt, der erste Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr darüber einkauft, unterstützt ihr mich und euch kostet es nichts extra. Ja, schalten wir das Ding nochmal an. Ich hoffe, dass der Akku aufgeladen ist. So, Akku ist drin. Jetzt muss man nochmal schauen. Der An- und Ausknopf ist nämlich hier unten drunter. Schalten wir das Ding mal an. Und stellen das jetzt erstmal auf Deutsch. So, verfügbare Applikationen, ja, okay. Sehr nice. Ja, darf ich vorstellen, das ist euer neues Auge hier zu meinem Kanal. Ja, die Kamera hat einige Funktionen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Technik-Freak-Nerd, aber ich weiß, dass man damit halt schön ranzoomen kann. Die hat einen sehr, sehr schnellen Autofokus und ja, eine Augentracking-Erkennung. Das heißt, wenn man sich selbst filmt, ist man immer scharf und man hat ja, eine Hintergrundschärfe, die man einstellen kann und so weiter und so fort. Wie gesagt, schönes Teil und ja, wie gesagt, jetzt euer neues Auge hier zu dem Kanal. Ich werde das Ding jetzt mal aufladen, an Strom machen und dann die Kamera switchen, weil für diejenigen, die es noch nicht wussten, die ganzen Videos, was ihr hier gesehen habt auf dem Kanal, die sind alle mit der DJI Osmo Action gefilmt. Das ist eine Actioncam mit einem externen Mikrofon oben drauf. Und ja, wie gesagt, jetzt endlich eine neue Kamera am Start, die ein bisschen mehr kann. Deswegen wird die Qualität jetzt auch ein bisschen besser von den Videos. Ja, wie gesagt, das ist euer neues Auge jetzt hier.
Ich lade die jetzt mal auf, dann switchen wir auch schon direkt die Kamera und fangen mit dem Unboxing an von den Pflanzen. Also, vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Interesse und wie gesagt, wenn ihr auch diese Kamera kaufen wollt, checkt den ersten Link unten in der Beschreibung bei Ringfoto Focal. Wenn ihr darüber was einkauft, unterstützt ihr mich, ich kriege eine kleine Provision, euch kostet nichts extra. Und ja, in diesem Sinne, ab an den Strom und dann switchen wir auf die andere Kamera um. So Leute, und jetzt haben wir auch schon die andere Kamera am Start, also die neue, die Sony ZV-1. Ich zeige euch mal ganz kurz, mit was für einer Kamera wir vorher hier im Kanal gefilmt haben. Das war nämlich hier das gute Stück. Die Osmo Action mit einem selbstgebauten Halter fürs Mikrofon hier oben drauf, externes Mikrofon dran. Ja, mit der Kamera habe ich jetzt ungefähr fast ein Jahr lang die ganzen Videos hier auf dem Kanal gemacht. Aber die kommt natürlich nicht weg. Das ist meine Zweitkamera jetzt. Da werden wir, wenn wir irgendwas filmen, halt noch andere Szenen damit aufnehmen. Aber die hat gute Dienste, Isen. So. Wie gesagt, ich kann euch von der ja auch mal einen Amazon-Link unten in die Beschreibung packen, falls da jemand Interesse hat. Aber wie gesagt, jetzt haben wir die Sony ZV-1 hier am Start. Alles noch ein bisschen ungewohnt. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal Feedback geben, ob das mit dem Ton alles passt. Ich habe jetzt das interne Mikrofon dran. Oder ob ich ein externes Mikrofon dran machen soll. Wir können das immer ausprobieren. Ja, wie gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Ja, wir packen jetzt mal aus. Und zwar hier das Paket von Aquaflora. Da sind nämlich einige Pflanzen drin. Und ja, wir machen einfach mal ein Pflanzen-Unboxing. Also, los geht's. So, also wir packen jetzt erstmal hier den riesen Karton von Aquaflora aus. Vielleicht fast umgeschmissen. Ja, wie gesagt, das sind jetzt Pflanzen, was hier drin sind, unter anderem für das 60F und auch noch für ein Paludarium und so weiter und so fort und für noch ein Nanobecken. Ja, und wir schauen uns einfach mal an, was da jetzt so alles drin ist. So, dann fangen wir mal an. Machen das Päckchen mal auf. Bisschen schwierig hier. Vom Platz her. So. Komm schon. Ich mache das einfach mal so. Stecke das Päckchen mal hier so hin. Wir packen das so aus. Dann seht ihr wenigstens auch was. Okay, das war keine gute Idee. Stehen auf dem Kopf. Egal, also hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar schöne In-Vitros. Die stehen jetzt natürlich auf dem Kopf. Monte Carlo. Noch mehr In-Vitros, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir hier fleischfressende Pflanzen, also Venus Fliegenfalle und Ja, da schauen wir auch mal genau nach, nachher. Hier haben wir noch ein bisschen was E-Mers, ah ne, das ist Eriocaulon, auch ganz nett. Dann haben wir hier einen Mix aus wieder Monte Carlo, Alternatera Reinecki Rosa Nervig, Micrantheonum Umbrosum, Bismarckia Ihr wisst schon, was ich meine, die da. Dann hier ein bisschen Java Farn und Hypophila Deformis, Trident Farn, auch nicht schlecht. Dann eine meiner Lieblingspflanzen, Hygrophila pinnatifida. Sehr geile Pflanze. Wichtig ist halt, dass die ganzen Pflanzen hier in diesen Boxen alle E-Mers sind. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, Tillandsien habe ich auch noch bestellt fürs Paludarium. Richtig schön. Werden wir auch dann mal auspacken. Was habe ich noch bestellt? Tillandsien und Spatifilum. Also diese, was so weiße Blüten bekommen. Auch für ein Paludarium-Projekt. So, dann haben wir hier noch Hydrocotyle tripatita und verschiedene Rotala-Arten. Ich habe eigentlich, glaube ich, alle Rotala-Arten, die es gibt, einmal durchbestellt. Da können wir ja theoretisch ein komplettes Rotala-Video mal machen. Hattet ihr Bock drauf? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wie gesagt, Rotala Hara, Rotala Orange Juice. Dann haben wir hier wieder Hydrophila pinnatifida. Was haben wir hier? Ah, genau. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Prospernica Paulustris Cuba. Sehr geile Pflanze, auch eine meiner Lieblingspflanzen. Die gibt es auch in Aquaflora. Die werden wir auf jeden Fall auch in das 60F packen.
Was haben wir hier noch? Potamogeton haben wir hier. Das ist eine Submersopflanze, die auch nicht über Wasser wächst. Das ist eine der wenigen Submersopflanzen. Cyperus helferi, auch eine meiner Lieblingspflanzen. Juncus respens, auch eine sehr schöne Pflanze. Da sind sie. Ja, was haben wir hier noch? Genau, weiter geht's dann mit Rotella rotundifolia, Rotella nyasiliam, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wie gesagt, Rotella-Sorten haben wir, glaube ich, einmal komplett die ganze Palette durch. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ein Rotella-Video, wo es nur um diese eine Pflanze geht und alle möglichen Arten, schreibt es mal in die Kommentare. Können wir gerne tun. Dann hier Ludwigia Mini Super Red, auch eine meiner Lieblingspflanzen. Sehr, sehr schöne Pflanze, wächst auch immer super schön. Lobelia Candidatis Mini, Hygrophilia Panta Wavy, auch eine sehr schöne Pflanze. Das war ja schon gar kein Platz mehr. Ja, und dann nochmal eine ganze Palette Hemianthus Cuba. Und dann haben wir hier noch, ich weiß gar nicht, was habe ich hier noch bestellt. Ja, genau, Baclaya ist das, eine Baclaya. So, jetzt packen wir erstmal diesen Karton hier runter. So, jetzt legen wir das mal alles hier hin. Dann können wir das nochmal gerade abfilmen. Wie gesagt, auf jeden Fall, Shoutout geht raus an Aquaflora. Vielen Dank für die Pflanzen. Ist ja mein langjähriger Partner, wenn es um Sachen Pflanzen geht. Und den unterstützt mich natürlich auch hier mit dem Studio, wie beim alten Tutti auch. Der Link zu Aquaflora ist übrigens, also der Instagram-Link, unten in der Beschreibung. Könnt ihr auch mal abchecken. Wie gesagt, ist auch voll geil, dass die jetzt so Tillandsium und sowas da haben. Kann man sehr schöne Paludarien damit machen. Vor allem auch fleischfressende Pflanzen sind am Start. Wie man jetzt hier sieht, richtig schöne Sachen. Ja, jetzt haben wir hier nochmal eine komplette Zweisteigen in Vitrus. Die gehen wir jetzt auch einmal einzeln durch. Wie gesagt, Pflanzennamenliste kann ich schlecht aussprechen, genauso wie ihr wahrscheinlich auch. Lateinisch ist nicht mein Hauptfach. Schöne Butzen auf jeden Fall sind am Start. Butzvalantra Baby Green sind das hier. Dann Cryptoparva sind auch am Start. Heliocharis parvula, kennt jeder. Prismusmoos haben wir auch da. Pogostomon helferi als in vitro, auch sehr schön. Ich hoffe, man sieht das auch gut auf der Kamera jetzt. Aber ich glaube, mit der neuen Kamera sieht man das, glaube ich, ein bisschen besser als auf der alten. Ricky habe ich mir mal bestellt. Dann Tonina fluiantis, auch eine sehr schöne Pflanze, ziemlich neu. Nochmal dasselbe. Dann was auch sehr geil ist, Gratiola. Ist auch eine sehr schöne Pflanze. Kriegt so gezackte Spitzen. Christmasmoos. Heliocharis. Butzovalantra. So, dann haben wir hier Ufermoos. Amblyrstegium serpens. Ist ein sehr geiles Moos für Paludarien oder auch so für den Uferbereich oder generell, um den halt zum Übergang zu machen von EMS auf Submers. Wächst richtig fein und wächst auch ziemlich schnell, also im Gegensatz zu zum Beispiel Christmasmoos und so weiter. Wie gesagt, sehr schönes Moos. Kann ich nur empfehlen. Dann noch eine meiner Lieblingspflanzen, Bulbitis deformis, die Mini-Bulbitis. Ist eine ganz kleinbleibende. Sieht so ein bisschen aus wie Petersilie. Dann haben wir hier noch die Cryptocorin Flamingo. Das ist eine pinke Cryptocorin. Auch sehr selten und vor allem, was ein Topf, ey. Was ein Klotz an Topf. Guckt ihr schon mal, wie viele Pflanzen da drin sind. Was haben wir noch? Butzovalantra Deep Purple haben wir hier noch. Auch sehr schön. Und Butzovalantra Brownie Ghost haben wir hier auch. Da sind auch einige an Pflanzen drin. Wenn ihr mal schaut. Die ist auch voll. Ja, das waren die Pflanzen, die ich bei Aquaflora bestellt habe. Wie gesagt, das war jetzt ein anderes Video, mal ein Unboxing. Wie gesagt, wir können auf die einzelnen Pflanzen auch nochmal eingehen. Ich würde sagen, auf die Rotella-Arten, dafür können wir eigentlich theoretisch mal ein Video machen. Und ja, uns die ganzen anderen Pflanzen, wie gesagt, auch mal im Detail anschauen, wenn ihr das wollt. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, das war's schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, gebt mir unbedingt mal Feedback wegen der Kamera. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit der gefilmt habe, ob da irgendwas verbessert werden soll oder so, oder ob das so passt. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Video.